Und damit komme ich zu unserem vierten und letzten Thema in der heutigen Sendung. Also, ein ganz schlauer Mann hat einmal gesagt, das Leben auf dem Campingplatz finde ich wunderbar. Das Einzige, was mir da fehlt, ist das richtige Türenknallen. Naja, Klappern gehört wohl zu deinem Mundwerk. Das war die Überleitung zum Beitrag Camping- und Tourismusausstellung in Essen. Und diese Ausstellung ist noch bis Sonntagabend geöffnet. Unser Mitarbeiter Michael Scharfenberg wird Ihnen vorführen, dass auch auf dem Campingplatz Klappern ganz schön zum Handwerk gehört. Camping und Touristik, das waren die beiden Stichworte der diesjährigen Urlaubsmesse in den Essener Grugehallen. Da war zum einen die Selbstdarstellung von in- und ausländischen Ferienregionen mit den Angeboten für 1984 und zum anderen ca. 300 Aussteller aus 34 Nationen mit ihren Produkten, die die Freizeit kurzweilig gestalten sollen. Urlaub in deutschen Landen bleibt mangels finanzieller Masse in den Geldbörsen mancher Familienvorstände weiterhin attraktiv. Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und so wird in diesem Bereich eifrig die Werbetrommel gerührt, muss die Folklore wieder einmal herhalten. Ja, was willst du denn, Hemm? Was willst du denn, Hemm, junger Mann? Ey, Moment, der wackelt noch mit dem Schwanz, kannst ruhig nehmen hier. Das ist ganz gut, Heck, selbst angelt hier. Die größte Ausstellungsfläche belegten Caravans und Wohnmobile. Da war eine Frage nach den wirtschaftlichen Entwicklungen in dieser Branche angebracht. Das Geschäft mit der Freizeit, ist es ein stagnierendes Geschäft oder ist es ein Geschäft mit steigenden Verkaufszahlen? Es ist auch dieses Jahr wieder ein Geschäft mit steigenden Zahlen. Wie in den vergangenen Jahren erwarten wir Zuwachsraten, unterschiedlich natürlich bei den einzelnen Sparten, in denen wir tätig sind. Wir sehen vor allen Dingen, dadurch, dass mehr Freizeit zur Verfügung steht, dass unsere Kunden unsere Produkte mehr nutzen. Neben hohen wirtschaftlichen Erwartungen zeichnet sich in Essen dann ein weiterer Trend ab. Immer mehr Wohnmobilbesitzer nutzen ihr Fahrzeug als Allround-Auto, als rollenden Geschäfts-, Privat- und Urlaubsuntersatz. Und das ist eines der kleinsten unter der großen Zahl der rollenden Eigenheime. Ein Wohnmobilwechselsystem für alle Geländefahrzeuge. Zugegeben, man muss schon jung sein und sehr verliebt, um hier nach ein paar Urlaubstagen nicht unter Klaustrophobie zu leiden. Die Hersteller von Caravans, also den klassischen Wohnanhängern, leiden in den letzten Jahren unter der Konkurrenz der Wohnmobile. Ihnen bleibt nur die Möglichkeit der exklusiven und komfortablen Ausstattung bei vernünftig kalkulierten Preisen. Eine Freizeitidee, geboren vor einem Jahr, wurde inzwischen zum Renner. Wohnmobilfreundliche Städte und Gemeinden heißt das Thema. Und gemeint sind jene Orte, die Wohnmobilbesitzer auch außerhalb der Campingplätze willkommen heißen. Im Bayerischen Wald wurde der Versuch gestartet. Verkehrsdirektor Ludwig Reiner zieht eine Bilanz. Fichtach bleibt dabei. Die Wohnmobile sind uns nach wie vor willkommen. Und das hat seinen guten Grund, denn wir hatten im letzten Jahr 20.000 Übernachtungen in diesen Fahrzeugen. Das bedeutet für uns einen Mehrumsatz von über 500.000 Mark. Und wenn Sie bedenken, dass wir nur Ausgaben hatten für die Beschilderung, so ist das ein sehr großer Erfolg. Wir machen weiter. Für solche Riesenschiffe, made in den USA, wird man allerdings mehr als nur einen Stellplatz parat haben müssen. Apropos Riesenschiffe. Zum Abschluss ein Blick auf die deutsche Antwort zur amerikanischen Herausforderung. Fast 9 Meter lang ist dieser Traum von Wohnmobil mit allem Komfort und zurück. Edle Werkstoffe und solide Verarbeitung sowie Sonderausstattungen, die den Preis leicht auf 200.000 Mark treiben, signalisieren Otto Normalverbraucher, es wird ein Traum bleiben. Ein kleiner, motorgetriebener Beiwagen ist selbstverständlich inklusive. Übrigens, anschauen kostet in Essen nur den Eintrittspreis. Wir sind am Ende unseres heutigen Angebots für Freizeit und Fitness. Ab jetzt sind Sie dran. Sie brauchen die Bälle, die wir Ihnen zuwerfen, nur aufzunehmen. Als dann, FF, heute von und mit. Ach, da kommen Sie ja schon, die lieben Kollegen. Hey, hepp. Und Gymnastik und Fitness. Wir sagen Tschüss bis zum 11. April, wenn es wieder heißt. FF am nächsten Mittwoch, Hobbythek. Ja, 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 ja.
jetzt aber. Jetzt, pass auf. Freizeit und Fitness. Das war's.